Antenne Koblenz, der Supermix. Heute Morgen bin ich nicht alleine. Ich habe einen Gast, das ist Markus Baulich. Herzlich willkommen bei uns. Schönen guten Tag. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, denn Sie sind ja eigentlich, das ist unser Hauptthema heute, Sie sind jetzt gefragte Persönlichkeit auch weltweit, wenn Sie es nicht vorher sowieso schon waren. Denn auf der Forbes-Liste 30 unter 30 sind Sie mit aufgeführt. Erstmal die erste Frage. Wird das ausgedruckt? Hängt man sich das übers Bett? Ist das was? Das ist auf jeden Fall eine schöne Nachricht gewesen, als ich die erhalten habe und hat mich natürlich auch darüber gefreut. Und ja, einige Gratulationen bekommen, die Oma war stolz. Genau, das ist jetzt so meine Frage. Ist das heutzutage noch was, was auch wichtig ist? Macht Sie das stolz, dass Sie das geschafft haben? Ja, tatsächlich war das ursprünglich, wo ich gestartet bin, irgendwann mal mit Anfang 20, so eins der Dinge, wo ich gedacht habe, boah, das wäre schön, wenn ich irgendwann mal im Forbes-Magazin wäre, 30 under 30. Hat man auch nicht so viel Zeit dann für, wenn man Anfang 20 ist, ne, sondern nur ein paar Jahre. Und ich hatte es aber nicht so als Ziel gehabt auf der Checkliste und es ist dann irgendwie passiert, so nebenbei. Und das hat mich halt extrem dann gefreut in dem Moment, wo ich halt diese Nachricht bekommen habe, ja. Ja, ist natürlich dann auch schön, auch für Ihr Unternehmen, für die Region gehört ja alles zusammen. Sind ja auch ein wirklich großes Team, die Baulich Consulting GmbH. Hätten Sie das gedacht, weil Sie gerade Anfang 20 angesprochen haben, dass das bis Ende 20 so nach vorne geht, wie es jetzt ist? Nee, natürlich nicht. Das war ja das, was mich daran so begeistert hat. Ich hatte es halt nicht als Ziel und dann trotzdem irgendwie so, während man halt arbeitet, ich meine, ich habe jetzt jahrelang extrem viel arbeiten müssen, um an diesen Punkt zu kommen. Und auch viel Freizeit opfern müssen, um das Unternehmen halt so aufzubauen, gemeinsam mit meinem Bruder. Und dass das dann einfach erreicht wurde und eher so plötzlich passiert ist, war halt so, das ist einer dieser Momente, wo man dann irgendwie mal wieder aufwacht und merkt, boah krass, wie weit man eigentlich gekommen ist. Und da war ich halt sehr, sehr glücklich in dem Moment drüber, klar. Dann ist natürlich, das ist ja jetzt so ein weltweites Thema, Sie sind ja trotzdem auch hier in Koblenz verankert, Sie fahren auf Bussen durch die Stadt, Ihre Plakatkampagne kennt so ziemlich jeder Koblenz, du bist so geil. Was finden Sie so geil an Koblenz? Koblenz ist einfach, also erstmal alle Leute, die mit mir früher in der Schule waren, die irgendwie so weggegangen sind, von denen höre ich dann immer wieder, hey, eigentlich war Koblenz richtig cool und so, ich vermisse es auch total. Teilweise ziehen sie dann wieder zurück. Ich habe schon damals in der Schulzeit gewusst, ich bleibe hier, weil ich Koblenz einfach liebe. Also die Altstadt, den Lifestyle, den man hier hat, ist einfach mega angenehm. Die Stadt ist nicht zu groß, man kennt sich und das hat man in anderen Großstädten dann meiner Meinung nach eben gar nicht und deswegen bin ich einfach begeistert von Koblenz und werde auch hier bleiben. Und so ein bisschen was geben Sie natürlich auch damit zurück, dass Sie erstens auch hier bleiben, wie Sie es gerade gesagt haben. Das ist natürlich für die Stadt auch eine gute Sache, bei so einem großen Team auch. Gestern gab es das große Benefizspiel auf dem Oberwert hier bei uns oder am Sonntag. Anadolu gegen die TuS Koblenz. Auch da haben Sie sich spendentechnisch dran beteiligt. 20.000 Euro gab es von Ihnen. Ist das so, wo Sie dann auch sagen, das ist selbstverständlich, dass wir das machen? Ja, also erstmal, das ist ja ein tragisches Schicksal, was den Menschen da passiert ist. Es ging um die Erdbebenopfer und die Verantwortlichen von Anadolu und von TuS kamen halt auf uns zu und haben uns gefragt, ob wir da unterstützen wollen. Und das ist halt für mich so, ja klar. Ich habe sehr, sehr viele türkische Freunde auch und deren Familien sind da auch betroffen, haben da teilweise auch Angehörige verloren. Und da war halt für uns ganz glasklar, wir müssen da irgendwie unterstützen und mitmachen. Und mein Bruder und ich haben sofort auch unsere Social-Media-Reichweite irgendwie verwendet, um darauf aufmerksam zu machen. Es sind ja dann auch darüber hinaus fast 27.000 Euro geworden, die da bei dem Spiel zusammengekommen sind und da haben wir uns natürlich sehr gefreut. Jetzt ist Social Media auch ein gutes Stichwort, da sind Sie mit der Firma auch alleine sehr aktiv. Wie wichtig ist das heutzutage? Was würden Sie sagen? Sie sind jetzt Ende 20, haben angefangen mit Anfang 20 das Ganze zu machen. Hat sich das sehr verändert? Ist das heute wirklich ein wichtiger Faktor, Social Media? Social Media wird immer wichtiger, egal in welcher Branche, als Unternehmen, Mittelständler, kleine Unternehmen, Selbstständige, die Konsumenten, sage ich mal, die Endkunden sind alle auf dem Handy unterwegs, ja, scrollen durch TikTok, scrollen durch Facebook, Instagram und dort erreicht man sie dann logischerweise auch und da kann man so viel Plakatwerbung machen und versuchen, alle Busse, die es in der Stadt gibt, zu bekleben. Man braucht trotzdem Online-Werbung, um wirklich dann jeden zu erreichen, final. Aber trotzdem bleibt es dann auch, weil so auf den Bussen bleiben sie trotzdem auch drauf, ja, also das wird so schnell nicht online, weil so einen analogen Bus, den kann man ja schlecht ersetzen. Jetzt sind wir an dem Punkt, mit Ende 20 sagten wir jetzt gerade 30 unter 30, da sind Sie jetzt drin. Was steht denn kurzfristig, langfristig noch so auf Ihrer Agenda, wenn Sie sagen, Anfang 20 war das so ein Ziel, was ich gerne erreicht haben möchte? Das haben Sie jetzt erreicht. Was gibt's noch so? Wir möchten einfach weitermachen, an dem Punkt anknüpfen und dafür sorgen, dass halt wir mit unserer Dienstleistung Menschen halt helfen, durch unsere Beratung und einfach Selbstständige wachsen lassen, halt national und auch international. Und wir haben jetzt auch mittlerweile zwei Softwarefirmen, die wir weiter ausbauen möchten. Also
noch viele Projekte vor uns, bei denen wir Gas geben können und natürlich selbstverständlich weiterhin tolle Arbeitsplätze kreieren hier in Koblenz für die Bewohnerinnen und Bewohner hier und denen einen schönen Arbeitsplatz ermöglichen, wo sie dann auch Spaß haben. Genau, wollte ich sagen, dabei immer verbunden bleiben, auch mit der Region. Zum Abschluss, was haben Sie einen Lieblingsort in Koblenz außerhalb von Ihrem Schreibtisch? Ja, aktuell kann ich das Saphir Koblenz immer empfehlen. Ja, ja, also da gibt's dann was. Dann vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für uns. Jetzt, mit der Forbes Liste haben wir jetzt drüber gesprochen und dann werden wir das weiter beobachten. Mal gucken, Ziele gibt's ja dann noch reichlich. Und vielen Dank, dass Sie heute da waren. Ja, danke schön für die Einladung.